Liebe Bastler, Langläufer, Sparfüchse und ökologisch Denkende, passt auf, hier könnt ihr eure alten verrosteten Ski wieder zu neuen machen mit einer neuen Bindung. Die Uraltbindung, die ihr hier seht, ist von Salomon. Die neue ist von Rossignol. Aber im Prinzip müsste das auch für alte, andere Bindungssysteme gehen. Wie mein altes Bindungssystem geheißen hat, weiß ich nicht mehr. Und man kann es auch nicht mehr so leicht rausfinden. Es dürfte so 20, 30 Jahre alt sein. Diese neuen Bindungen hier sind NNN mit IFP als flexible Montageplatte. Was das bedeutet, werdet ihr jetzt ausführlich in diesem Video kennenlernen. Hier sieht man gut die alte und die neue Bindung. Das dürften 20, 30 Jahre sein, vielleicht sogar mehr. Wer weiß, wie die alte Bindung heißt, wäre sehr nett. Ihr könntet das unten hinschreiben. Hier sieht man die zwei Teile der neuen Bindung, die jetzt fest verbunden werden im Vergleich zu der alten Bindung und wie man das verbindet, auch für die passende Schuhgröße, seht ihr gleich im Detail. Der zweite wichtige Teil ist diese Montageplatte, die das System vorgibt. Die muss also wirklich auch zur Bindung passen. In dem Fall ist das das IFP oder IFP-System. Da habe ich auch einen Link unten, wie dieses IFP-System hier passend zur Bindung aussieht. Und diese Platte erlaubt eben flexibel auch die Positionierung auf dem Ski und damit die Charakteristik vom Ski anzupassen. So, hier sieht man jetzt die zwei Teile der Montageplatte, der hintere Teil für den hinteren Teil des Schuhs und der vordere Teil für das Einhängen des Schuhs und die zugehörigen Schrauben. Die neue Bindung wird also auf diese Montagenplatten montiert. Und wenn man diese Teile besorgt hat, ist die Sache eigentlich recht einfach. Man beginnt mit der Demontage der alten Bindung. Man sieht hier deutlich, wesentlich einfacher gemacht. Die Teile, die den Schuh hinten festhalten sollten, sind sehr einfach gestrickt und nicht direkt verbunden mit dem vorderen Teil. Wir entfernen das einfach, da war noch etwas Klebestoff im Spiel. So, während ich das jetzt hier demontiere, noch ein paar Worte zu dem, wo genau die Bindung positioniert wird. Es scheint natürlich eine Wissenschaft für sich, ob jemand etwas weiter vorne oder hinten von der Mitte die Positionierung des Schuhs möchte. Da steht einiges dazu im Internet. Bei mir stellt sich die Frage jetzt hier nicht, da die Positionierung von der bisherigen Bindung eigentlich vorgegeben ist und auch zusätzlich durch die IPF-Montageplatte bewegt werden kann. Also stellt sich hier diese Frage wirklich nicht. Ansonsten bitte überlegt euch gut und konsultiert die einschlägigen Seiten, je nach Langläufertyp etwas weiter nach vorne oder nach hinten zu montieren oder eben eine IFP-Platte wie hier bei mir zu montieren, damit die Flexibilität für später noch gewahrt ist. Die Schuhgröße 42 bei mir lässt sich unten an der Skala ablesen. 42, 44 steht hier, das sind die unterschiedlichen Größensysteme. Ich habe das jetzt hier positioniert und prüfe das auch und mache das fest hier, dass das richtig einrastet. Und prüfe dann auch am Schuh direkt, ob die Skala passt, ob die Größe passt. Jawohl, in der Mitte vom hinteren Teil setzt der Schuh auf, alles gut. Jetzt kommt es darauf an, diese montierte Bindung, die vorne eben einstellbar ist,
und fixiert werden kann, auf die Montageplatte korrekt zu setzen. Und dazu muss man aufpassen, dass es auch wirklich richtig rum ist. Hinten steht Front und Back bezogen auf den Ski. Jawohl, so ist es richtig. Und bei mir passen jetzt dort die Teile so von der Bohrung, dass ich nicht einmal mehr viel bohren muss. Das heißt, nur eine Bohrung fehlt. Man sieht hier, diese Bohrlöcher sind alle perfekt passend. Jawohl, sonst müsste man das mit Leim oder irgendwas anderem wasserdicht verschließen. Hier ist nur eine Bohrung vorgesehen, da machen wir einfach eine zweite Bohrung hin, und zwar so, dass es dann auch wirklich auf den Schuh passt. Und dazu bitte wieder beide Teile, die Montageplatte und die Bindung, prüfen und die flexible Bewegbarkeit gewährleisten, indem die Montage des hinteren Teils gut gewählt wird. Passend gewählt wird. Bei mir jetzt wird das rechte Loch benutzt und ein zweites Loch links gebohrt. So, ich zeichne jetzt die beiden Bohrlöcher an. Bitte mittig positionieren, per Augenmaß reicht aus. Wir können es später noch leicht nachkorrigieren. Die Bohrung erfolgt mit einem Bohrer, hier jetzt der Breite 4 mm. Ein 4 mm Bohrer, das orientiert sich an den bisherigen Bohrlöchern. Als Daumenregel vielleicht die Bohrtiefe ungefähr 4/5 von der Schraubenlänge. Und die Breite des Bohrers sollte sich am Innendurchmesser der Schraube orientieren. So, das war's auch schon. Jetzt können wir die Montagenplatten montieren. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Denkt bitte wieder daran, die Front- und die Backbeschriftung zu berücksichtigen. Das heißt, bitte keine Leichtsinnsfehler noch zum Schluss. Und dann befestigen wir das einfach mit den Schrauben. Der Drehmoment bitte sehr leicht einstellen, sodass wir am Anfang nicht schon zu starke Bohrungen machen, die dann das Ganze etwas verschieben könnten, sondern erst leicht eindrehen, damit wir nachher noch korrigieren können. Das ist vielleicht immer eine gute Idee, zum Schraubbohrer am Schluss nochmal bitte per Hand nachzuziehen, weil das Gefühl für das Drehmoment ist einfach besser und auch das Überdrehen einer Schraube wird dann meistens verhindert. Das heißt, ganz am Schluss, nachdem ihr alle Schrauben montiert habt, prüft es bitte nochmal nach, ob alle Schrauben auch wirklich gefühlt gut sitzen und auf keinen Fall überdreht sind. Weiter. Hier sehe ich jetzt, dass die
glatt, der nicht ganz mittig ist. Das kann ich leicht nochmal lösen von Hand und etwas korrigieren. 1-2 Millimeter dürfen da gut noch drin sein, falls man nicht ganz genau gearbeitet hat. Jetzt kann ich stoppen. So, die fertig montierte Montageplatte braucht jetzt die Bindung. Und die Bindung hat einen Hebel, der leicht eingelassen ist. Und diesen Hebel kann man eben nach hinten schieben, um dann auch die Bewegung auf der Montageplatte zu ermöglichen. Und die schieben wir einfach von vorne rein. Bitte aufpassen beim hinteren Teil, dass der auch schön fasst und in die Schiene gut geführt wird. Und jetzt erkennt man recht gut, wie die Einstellungen und auch die Skalen funktionieren. Wenn man den Hebel wiederum nach links schiebt, ist die Platte fest montiert. Wenn das schwer geht, bitte etwas hin und her schieben, damit die Kerben genau getroffen werden. Das Ganze für den zweiten Schieb auch wiederum den Hebel zur Arretierung zurückschieben. Ich mache das jetzt hier mal mit Nullstellung. Jawohl, fest montiert und damit sind beide Bindungen auf die Montageplatte montiert. Man sieht jetzt die Standardhebel vorne, die man nach links oder rechts öffnet, um den Schuh dann zu positionieren und einzuhängen. Jawohl, hinten passt alles wunderbar, hatten wir auch getestet, bevor die Bohrung erfolgt ist. Denkt an die Positionierung, vielleicht erst mit Nullstellung beginnen und dann langsam an die Position angleichen, die mehr Grip gibt oder auch Skating-ähnliche Eigenschaften eurem Ski verleiht. Dann fast neue Ski, wie gesagt, meine Langlaufski waren eigentlich noch sehr gut und gar nicht so häufig benutzt. Es wäre schade gewesen, sie wegzuwerfen. Die Schuhe gab es nicht mehr, also bin ich jetzt zu dieser Lösung gekommen und ja, mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es auch etwas geholfen.